Ahoi und willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich bin mal wieder bei allerbestem Wetter in Tschechien, in Trutnov und gehe gleich mal auf die Trutnov Trails. Ich habe eine kleine Veränderung vorgenommen und zwar habe ich mir eine andere Feder eingebaut. Ich habe einen Fox DHX Dämpfer und hatte hier jetzt schon mal vor 2 Wochen eine Fox 350 getestet, die Feder. Hat sich schon gut angefühlt, war nur bei den harten Schlägen etwas zu weich. Dann habe ich eine DVO 400 ausprobiert. Die hat sich richtig gut angefühlt. Die hätte nur am Anfang ein Ticken weicher sein können. Ja, Ergebnis. Ich habe mir eine progressive Feder geholt, die ProWeight von DVO. Und habe die in den Fox-Dämpfer eingebaut. Und das sollte ja dann eigentlich das Ergebnis sein, was ich mir wünsche. Wir probieren es mal aus. Also wir gehen mal auf den Trail und schauen mal, wie das funktioniert. Aber man fährt ja nicht nur runter, sondern auch rauf. Und auch da sollte das Fahrwerk so einigermaßen funktionieren. Also ich bin jetzt kein Freund von geschlossenen Fahrwerken. Und ja, hier über diese ganzen Unebenheiten, Wurzeln, Steine, das ist ja jetzt nichts Besonderes, gerade bei der Geschwindigkeit. Aber die Feder schluckt das ganz locker weg. So dass sich das richtig geschmeidig anfühlt. Ich bin diesen Trail schon so oft drauf gefahren, gut und gerne an die 200 Mal. Und trotzdem macht er mir immer wieder Spaß. Und gerade bei dem Wetter, die Sonne guckt überall so ein bisschen durch. Sieht das doch auch echt toll aus. Und das geht so gut hier mit der E-Bude. Wie gesagt, in den neuen Abschnitt von der Motrinovi. Und ich sehe schon, sehr technisch gebaut. Aber echt geil. So. Na, das lasse ich noch aus da. Auch eh erstmal hier so ein bisschen einfahren. Ja. Und irgendwie habe ich es geschafft, meinen Lenker zu verstellen. Auch nicht schlecht. Dann wollen wir mal in die Rumpelei hier reinstarten. Wieder verkackt die Kurve.
entschuldigt das zusätzliche Klappern. Das war mein Rucksack. Der obere Verschluss war ein bisschen zu locker und klapperte da oben mit bisschen mit rum. So, und weiter geht's. Jetzt kommt so ein wurzeliges Stück und dann kommt hinterher dann noch die richtigen Steinpassagen. Jetzt war das so eine Mischung und genau das Ergebnis, was ich haben wollte. Sehr, sehr gut. Der Stein, der kam mir aber gar nicht. Joi. Hier ist einfach mal jetzt nicht ganz so viel mit Sprechen. Ich weiß auch nicht, ob man mich jetzt so versteht. Ein bisschen windig, ich habe den Windschutz nicht drauf. Boah.
So. Und dann geht es jetzt hier links in den neuen Abschnitt. Da komme ich ja so nicht direkt rum. Eigentlich müsste ich aber. Ja. Und das zweite neue haben wir auch schon mal mit drauf. Und jetzt kommt der eigentlich erst richtig rumpelige Abschnitt hier immer. Kurz ein bisschen flowiger, aber geht unheimlich in die Arme und in die Hände. Kurz die Pedale verloren. Sehr schön. Hi, Witzka. Hi, hi, hi. Ja, da sind wir mal wieder am Ende von dem Video angekommen. Muss sagen, macht richtig Spaß. Die neue Feder funktioniert genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Und fühlt sich echt toll an, zu jeder Zeit auf dem Trail. Egal, wie sanft oder wie ruppig es ist. Tolle Sache. Also wer die Möglichkeit hat, mal sowas auszuprobieren, macht das mal. Funktioniert echt gut. Könnt mir ja mal schreiben oder ja, in den Kommentar. Ob ihr sowas auch schon gemacht habt, dass ihr so zwei Parts miteinander mischt. Und ja, wie immer wisst ihr, ich freue mich über einen Daumen nach oben. Bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.